Das da nach außen bauen. Ich denke mal, da haben wir mal was anderes, außer halt ein rechteckiges Gebäude, wie auch immer. Ja, komm, jetzt leck hier nicht weiter rum. Machen wir das hier ans Haus dran? Kommt irgendwie ein bisschen doof, ne? Ich hab die Pflicht, hier weiter zu singen. Motherfucker. So, machen wir das hier noch so. Eins, zwei, drei. Na, dafür reicht es natürlich nicht. Dann machen wir das jetzt da nicht hin, weil wir jetzt beleidigt sind. So, dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt so von der Größe aussieht. Da geht jetzt nicht so ein großer Bogen dann dahin, aber naja, kann man jetzt auch nichts machen. So. Und wir haben jetzt so eine kleine Ecke drin. Ist doch mal was Feines, oder nicht? So, gut, dann lassen wir das erstmal so. Machen wir hier natürlich hoch. Wie habe ich denn das denn da hinten? Da kommt. Boah, Xa. Ja, ich habe eine halbes Kilo bis Kilo oder 20 Kilo Spaghetti hinter mir. Also, das war schon echt gerade derbster Kill von mir. Mach ich das so? Brauche ich das auch im Stil wie da? Oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach mal wie im Stil von da. So, dann bauen wir das hier auch nochmal fix ab hier. So. 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 Und so. Oh, pff. Ey, das war mal geil. Das war mal geil hier. So. Ding, ding. Ich hoffe mal, dass die Musik nicht zu laut ist. Mal wieder zu laut. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall auch noch zubauen. Hier auf jeden Fall auch noch. Dann baue ich hier schon mal das Fensterlein hin. So und so. Ah, es wird auf jeden Fall eine schnieke kleine Bäckerei. Jetzt habe ich auch wieder sofort Bock auf so ein schönes Croissant oder so. Keine Ahnung. Immer wieder richtig Bock drauf. Auch ziemlich lange Zeit nicht mehr gefressen hier. So, machen wir das jetzt so voll oder? Ja, natürlich machen wir das. Na, nam nam nam. Ja, ich habe wieder total viel Schnodder in der Nase. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Krankheit ist oder ob irgendwas in mir drin vorgeht, was die ganze Zeit diese Schnodder in der Eilproduktion hier herstellt. Ich weiß es nicht. Vielleicht kennt ihr es ja, wenn ihr dann so eine kleine Fabrik in euch habt, was jetzt nichts anderes herstellt außer Schnodder. Also das ist schon ziemlich doof. Diese kleinen Helferleinchen, die eigentlich dazu da sein sollten, die ganzen Viren und Bakterien irgendwie wegzutragen. Ja, dass sie dann so eine kleine Fabrik in sich haben. Also versteht ihr, was ich meine? Dieses allkenntliche Problem, dass einem die ganze Zeit die Nase läuft und man einfach nichts dagegen tun kann, besonders bei Let's Plays. Das ist echt der Hammer, ey. Das geht mal gar nicht. Das könnte ich auch schon wieder so einen kleinen Zombie-Vortrag halten. Das geht ja gar nicht. Also, das ist einfach unfair. Total unfair der ganzen Menschheit gegenüber, dass es irgendwie so ist, ne? Ich könnte auch die ganze Zeit so, ne? Es geht einfach nicht. Ich könnte es einfach nicht. Also, es kann auch nicht zu Ende gehen. Das geht einfach nicht. Also, ne? Also, so einen Vortrag halt, ne? Dass ich halt die ganze Zeit irgendwie so, ne? So und die ganze Zeit mir zustimme und so. Habe ich noch eine Schaufel? Oh, ich habe keine Schaufel. Brauchen wir, denke ich mal, auch nicht mehr. So, was für Boden gibt es denn so schön in der Bäckerei? Ich muss sagen, den Eingangsbereich können wir doch mal schön aus Wolle machen und das Hinterzimmer, wo auch das ganze Brot gebacken wird und so, könnten wir mal. Warte, mache ich das mal so. Ja, der Eingang könnte dann. Ja, hier ist dann der Verkaufsbereich. Hier dann so die Theke. Hier könnte dann die ganzen Brötchen sein oder so. Und hier hinter ist dann so ein kleines. Warte mal, das kann man doch hier. Aber warte mal, das lasse ich jetzt erstmal weg hier. Baue da jetzt gleich erstmal da Wolle hin oder so. Weiße Wolle wird sich, denke ich mal, ganz gut eignen. Haben wir denn überhaupt weiße Wolle? Wenn nicht, gehen wir jetzt erstmal auf Wolljagd. Suchen uns irgendwie ein paar Schäfchen zusammen. Ich denke mal, ein bisschen Wolle hatten wir doch, oder? Irgendwie. Oder? Nicht? Nein? Aber wir müssen noch Wolle haben. Ne, wir haben nur Goldbarren und Diamanten, also. Wie kann ich nur? Gut, dann werde ich uns erstmal so eine schnieke Schere bauen. Boah, meine Nase kratzt auch die ganze Zeit schon wieder. Mann. Boah. So. Ja, so ist es natürlich wieder super. Wir schieben uns mal ein Steak rein. Boah, das geht mal gerade gar nicht mit der Nase, ey. Das ist irgendwie immer, wenn ich durchlabe. Mann. So, dann gehen wir jetzt erstmal auf Schafsuche. Gucken, ob wir so ein paar finden. Ich hoffe es natürlich. Okay, da hinten sind schon mal Kühe. Wofür habe ich denn das letzte Mal Schafe gekillt? Ich weiß es gar nicht mehr. Mann. Ist da hinten ein Schaf? Nein. So. Schafi, Schafi.
flauschige weiße Flauschbällchen. Wo bist du? Ich will dich scheren. Ich will dich aber nicht umbringen. Ich will dich nur scheren. Na komm, wo bist du? Gib mir deine Wolle. Gib mir deine Wolle. Wo bist du? Na komm schon. Jetzt komm. Na komm, ich will dich doch nur scheren. Boah, wie schwul diese Stimme gerade klingt. Aber ich kann sie total machen hier so scheren. Und da hinten haben wir einen Chunk-Error. Na komm hier. Oh, da hinten ist Lava. Na komm hier, Schäfchen. Alter, wo sind die alle hin? Da waren nochmal so viele. Also Hühner haben wir hier im Überfluss. Alter Vater, ey. Okay, hier sind Schweinchen. Hier ist echt alles, aber kein anderes Zeug. Ach ja, Schweinchen kann man übrigens auch in der 1-4 dann endlich mal gesteuert reiten. Das ist auch immer ziemlich cool mit so einer Angelrute und einer Möhre dran. Das finde ich mal eine richtig fette Änderung. Können wir auch endlich mal so Auto-like durch die Gegend hier düsen mit unserem Schweinchen. Mit Schweinchen Babe. Der redet dann auch ab und zu mal mit uns. Und Alter, wieso gibt es hier keine Schafe? Hab ich mich schon wieder verlaufen übrigens? Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wo ich hier lang gegangen bin. Autsch. Da komm ich Schäfchen. Ich so, ich glaube, ich soll das eher mit der Stimme lassen, weil dann kommen ja bestimmt gar nicht mehr. Hallo, wo seid ihr? Schäfchen. Hallöchen, wo seid ihr? Da komm schon. Och Mann, hier sind überall nur Kühe, Schweine und Hühner. Mann. Also zum Thema gibt's Tierfeld. Wir könnten eigentlich hier überall einen großen Zaun drumherum bauen, ganz ehrlich. Mann. Oh, guck mal, da ist ein Schaf. Cool, ein Schaf. Okay, da sind zwei Schafe, drei Schafe. Und da gibt es gerade mal ein Wolle, Alter. Bist du geizig hier? Na komm, wieder nur ein Wolle, hallo? Was geht denn? Na geht doch, drei Stück. Ich denke mal, wir... Oh, die haben alle, glaube ich, drei gedroppt. Oh, sorry. Aber komm, hier müssen doch noch ein bisschen mehr Schäfchen sein. Es kann nicht sein, dass da nur drei Stück sind. Hallo? Weil das jetzt so eine einsame Schäfchenfamilie, dessen Rest von Kühen aufgefressen ist oder so. Kann ja sein. Dum. Ich begrüße euch zu der kleinen Biologiefolge. Wie schert man ein Schaf? Und zwar, wir sind jetzt gerade noch auf der Suche nach Schäfchen. Die sind leider fast ausgestorben auf dieser Welt. Drei Exemplare plus minus 20 gibt es noch auf dieser Welt. Und wir begeben uns gerade auf der spannenden Suche nach Schafen. Schafe haben normalerweise weiße Wolle, sind flauschig und daraus werden Pullover, Betten, Fußböden, Staubsauger oder Waschmaschinen gemacht. Die Wolle eignet sich sehr gut zur elektronischen Leitung. Deshalb badet nie mit Wolle, weil dann werdet ihr den Schock eures Lebens erfahren. Ist da noch ein NPC-Dorf oder ist das meins? Oh, scheiße, Mann, habe ich mich verlaufen? Aber hinten ist ein Schaf, da gehe ich jetzt erstmal hin. Und ja, wir haben jetzt endlich mal wieder Schafe gefunden. Da freuen wir uns natürlich sehr mit einem großen Yippie und einem großen Yuppidi-Hai. Freuen wir uns, dass wir Schafe gefunden haben. Aber die sind leider schon alle abgeschafft. Und hier gibt es echt allerlei von Tieren auf dieser Schafsweide. Weil Tiere, wie zum Beispiel Schafe, pflanzen sich mit jeder Tierart fort. Seien es Kühe, seien es Hühner oder Schweine. Es gibt sogar Kreuzungen mit Creepern, wo dann ein grünes Schaf mit Explosionsdrang, ein schwieriges Wort natürlich, explodiert und so. Und ich denke mal, da es jetzt gerade Nacht wird, begeben wir uns erstmal noch weiter auf die Suche nach Schafen und geht auf keinen Fall schlafen, weil nachts kommt vielleicht noch das ein oder andere Schäfchen dazu, weil es eventuell nachtaktiv ist. Und alle Informationen, die ich euch gerade gegeben habe, waren natürlich falsch. Schafe können doch keinen elektronischen Strom leiten. Wer labert denn so eine Scheiße. So, wer labert denn so eine Scheiße? Das geht ja mal gar nicht. Und jetzt haben wir auch die anderen aggressiven Kreuzungen der Schafe kennengelernt.